Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void. Mir ist leider die Aufnahme schon wieder beschmiert. Es tut mir leid. Aber ihr habt nicht viel verpasst. Wir haben die Tyrannen besiegt. Nicht mit hier Athanas oder wem auch immer. Wir haben es mit dem Schmied gemacht. Wir waren immer in Bewegung. Wir mussten auf einer Plattform bauen. Aber es war auch jetzt nicht so. Also, es war ein längerer Part. Wenn ihr euch den komplett angeguckt hättet, ihr werdet auch schwarz gewesen. Aber ich hoffe, es jetzt funktioniert. Ich habe vorhin ein paar Testaufnahmen wieder gemacht und das Spiel ist mir ab und zu abgeschmiert, aber jetzt sollte es funktionieren. Wir sprechen jetzt erstmal mit allen wieder und dann sage ich euch noch, was anders passiert ist. Zeige ich euch gleich auf jeden Fall. Wie anmaßend zu denken, dass sie kontrollieren könnten, was sie nicht einmal verstehen. Oh, die Terraner sind immer so anmaßend. Wer sich zu nah an ein schwarzes Loch heranwagt, wird von ihm verschlungen werden. Einst dachten wir dasselbe über die Tal'Darim, Alarak. Wir hielten euch für willenlose, gehorsame Sklaven. Und wir euch für schwach, unrein und unwürdig. Und doch stehen wir heute Seite an Seite. Vielleicht waren wir zu voreilig, was das Möbius-Korps betrifft. Vielleicht gab es noch einen anderen Weg. Ihr Templer, hört ihr jemals auf, an euch selbst zu zweifeln? Nein, Artanis. Ihre Vernichtung war der einzige Weg. Hybriden lassen nichts zurück, das man retten könnte. Ja, da muss ich mir aber recht geben. So. Die Goldene Armada hat den Sektor verwüstet, Artanis. Ich weiß, wir können sie nicht direkt bekämpfen, doch wir müssen sie aufhalten. Was neu ist, ist, Rohana hat ihren Zopf abgeschnitten. Den Weg zu ihrer Kala hat sie weggeschnitten, weil es langsam echt wild wurde um sie. Aber wir sprechen jetzt erstmal mit ihr. Rohana, sagt ihr noch etwas anderes, bevor ihr euch von Amons Einfluss befreit habt? Ja, ich sah Amons Ende. Als die Erstgeborenen die Kala erschufen, erweckte dies die Xel'Naga aus ihrem Schlaf. Sie spürten eine Abwesenheit in der Leere. Sie entdeckten Amon und seine Anhänger auf Zerus und es kam zum Krieg der Götter. Amon entfesselte den Schwarm. Und der Schwarm verschlang die Xel'Naga. Nur ein kleiner Teil von ihnen blieb in Ulnar zurück. In der letzten Schlacht wurde Amon gestürzt, aber nicht besiegt. Er kehrte in die Leere zurück, entstellte sie mit seinem Hass. Sein Diener Narund arbeitete Äonen daran, einen Körper zu finden, der seinen Meister aufnehmen kann. Die Hybriden. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu dem Wirtskörper, der derzeit auf Ajur erschaffen wird. Sein Plan steht kurz vor seiner Vollendung. Noch sind wir hier, Rohana. Er kann erneut besiegt werden. Ja. Alter, schon wieder dieses Riesenvieh. Gott im Himmel, das erschreckt an den ganzen. Guck mal, was wir hier Neues haben. Großkampfschiffe haben an die Schwere des Adun angedockt. Sie warten auf weitere Befehle. Tapferkeit ist ewig. Oh, Tempest. Na, sie machen großen Schaden. Große Entfernung, großer Schaden. Ich glaube, die können nur Bodeneinheiten machen. Wir bleiben bei den Trägern. Jetzt haben wir noch ein paar Träger gestellt, was ich nicht mehr selbst wusste. Da! Karaz hat die Schlacht geleitet, weil die anderen der Speer des Adun beschützen mussten. Gucken, was er jetzt dazu sagt. Ihr gebt einen ausgezeichneten Templer ab, Karax. Mein gesamtes Leben habe ich der Kunst gewidmet, Dinge zu erschaffen. Ich schlug meine Schlachten bei der Erforschung neuer Technologien und mein Kampf galt allen Hindernissen, die der Perfektionierung entgegenstehen. Ich bin ein Phasenschmied. Und das wird immer meine oberste Berufung sein. Doch ich weiß nun, dass in manchen Augenblicken auch diejenigen, die nicht von Geburt an dieser Kaste angehörten, durch ihre Taten zu Templern aufsteigen können. Dann macht euch bereit, Templer. Wir brauchen euch. Tja, da hat er recht. Ihr Reich, die Richter sind beeindruckt von euren Qualitäten als Anführer. Sie brennen darauf, Amon ins Herz zu treffen. Phoenix, mein Freund. Ebenso sind sie von eurer Führungsstärke angetan. Ja, sie haben entschieden, meinen Befehlen zu folgen.
Die Führungsrolle ist eine neue Erfahrung für mich. So wie alles andere. Ich hatte niemals vor, Hierarch zu werden und stellte die Entscheidung in Frage. Es musste jemanden geben, der der Position würdiger war. Begeht nicht denselben Fehler wie ich, mein Freund. Die Richter folgen euch nicht grundlos. Genauso wie mir die Dalai Lama nun folgen. Selbstzweifel werden nur eure Entscheidungskraft beeinträchtigen. Eure Worte sind weise, Hierarch. Ihr sprecht wie ein wahrer Anführer. Das stimmt. Sollen wir mal gucken, was wir hier noch verändern können? Also Solarlanze verbrennt die Zielgebiete. Es ist alles nicht so prickelnd. Das ist hier, was hier noch vielleicht kommt, vielleicht prickelnder, aber es ist nicht so, wie ich es erhoffe. Was ist das denn? Anstatt zu sterben? Es ist auch eine passive Fähigkeit. Naja, lassen wir das erstmal so. Und gehen mal direkt auf die Brücke und gucken, was noch so alles ist. Wie gesagt, es tut mir leid, dass die letzte Folge echt abgeschmiert ist. Es ist aber auch wirklich meine Schuld. Ich war ein bisschen zu hektisch wahrscheinlich. So viele ließen ihr Leben. So viel Zerstörung. Doch es besteht Hoffnung. Wir werden Amons Wirtskörper zerstören und die Kala von seinem Einfluss befreien. Die Templer sind bereit für die letzte Schlacht. Und ich glaube, das ist. Ich glaube, das ist echt das Ende. Vielleicht ist es, kann das auch das Ende sein. Wer weiß es. Schwestern, die Zeit für unseren Angriff ist da. Oh, das ist wirklich ein Wunder. Johanna konnte Amons Pläne durch die Kala erfahren. Er will von einem hybriden Körper Besitz ergreifen, um dort und in der Kala zu existieren. Solange der Körper nicht vollendet ist, bleibt er verwundbar und benötigt die goldene Armada zur Verteidigung. Wir können verhindern, dass sie nach Ayur warpt, indem wir die Energiestrukturen des Warp-Netzwerks zerstören. So hätten wir genug Zeit, um Amons Hybridenform zu vernichten. Ausgezeichnet. Wenn ihm nur noch Templer bleiben, setzen wir den Schlüsselstein ein und verbannen Amon so aus der Kala. Das wird ihn nicht lange aufhalten. Nein. Doch lang genug, damit unser Volk seine Verbindung zur Kala trennen und ihn zurück in die Leere treiben kann. Gefährlicher Optimismus. Wir könnten sie aus dem Orbit zerstören und keine Zeit verschwenden. Was ihr vorschlagt, ist die Vernichtung unseres Volkes. Das werde ich nicht zulassen, Alarak. Trotz unserer schrecklichen Aufgabe dürfen wir nicht wanken. Macht euch bereit. Uns erwartet die letzte Schlacht. Und wir werden uns ihr stellen. Ihr habt gehört, das ist doch die schlechte letzte Schlacht. Och nö, ich muss mich schon wieder Quatscherei stellen. Wisst ihr was? Juckt mich nicht. Ran an den Speck. Du bist dran. Es gibt drei Zugänge zu den Energiestrukturen der Psi-Matrix, die sich an verschiedenen Orten auf Ayur befinden. Wir müssen unsere Streitkräfte aufteilen, um sie zu zerstören. Ich werde euch und eure Exekutoren von Bord der Schwer des Adun ausleiten. Wir können anfangen, sobald ihr bereit seid, Hierarch. Bereit bis zum Ende. Hurra! Scheinbar scheint das wirklich das Ende zu sein. Wenn das der letzte Part von diesem Let's Play sein soll, dann soll es so sein. Auch mit Fails und Nicht-Fails. Ich glaube, ich werde aber trotzdem noch vielleicht sogar den Arcade-Modus oder sowas zeigen von StarCraft 2 Legacy of the World. Wir werden alles sehen. Wenn die Zeit gekommen ist. Wenn der Ladebildschirm schneller wird. Nutzen Sie Hotkeys, um schneller die Fähigkeit der Protoss zuzugreifen zu können. Die beiden aktiven Fähigkeiten, die auch über Q und E auswählbar.
Und so ein langer Ladebildschirm könnte man eigentlich nutzen zu quatschen, aber ich habe die Serie zu erzählen. Ich bin eigentlich gerade nur eher gespannt drauf, was ist passiert. Die Psi-Matrix ist das schlagende Herz von Ayut. Sie besteht aus einem Gitter von Kaidarin-Kristallen, die in die Erdkruste des Planeten integriert sind. Es gibt nur drei Zugänge zu ihren Energiestrukturen. Wenn es uns gelingt, sie zu zerstören, sollten wir damit das Warp-Netzwerk ausschalten. Ich werde drei Stoßtrupps losschicken. Wir müssen die Matrix zerstören, bevor Amon die Goldene Armada nach Ayur zurückrufen kann. Oh. Horatio, Anahak, ihr müsst die Zitadelle des Exekutors betreten, um zur ersten Energiestruktur zu gelangen. Die Stadt wurde von den Zerg verseucht. Sie werden uns nicht aufhalten. Wir werden Antio von ihnen säubern. Selbst wenn ich es allein tun muss. Oh, gleich so optimistisch. Verschwendet ja nicht. Ihr braucht meinen Rat? Los, sprecht. Das sind also die Zerg, die euch besiegt haben. Erbärmlich. Auch sie werden meiner Macht nicht widerstehen. Die euch besiegt haben? Was soll das denn heißen? Wie konntet ihr Ayun nur an diese mickrigen Kreaturen verlieren? Sprangen sie an euren Raumschiffen hoch und fingen an, sie zu zernagen? Die Zerg waren einst die größte Bedrohung, der sich mein Volk je gegenüber sah. Nur ein Narr würde sie unterschätzen. Wohlan, dann verneige ich mich vor eurer Erfahrung, ich Narr. Ja, nicht meine Zeit. Ja? Neras Gulio. Tragt euer Anliegen vor. Keiner kann die Viecher besiegen? Gott im Himmel, also ehrlich. Wie sollte das denn funktionieren? Oh, ich wage nicht, mir vorzustellen, was ihr ohne mich tun würdet. Das werdet ihr gleich erfahren. Dieses Tor ist von der anderen Seite verschlossen und ich werde mich durch die Schatten begeben, um es zu öffnen. Oh, jetzt ist es dich. Es ist mir eine Ehre. Der Feind wird mich nicht einmal sehen. Unsere Zukunft sind die Dalai Lama. Overseers. Sie können meine Anwesenheit aufdecken. Ich sollte ihnen besser aus dem Weg gehen. En Arudin Shakuras. Oh, wie bitte? Oh, fuck it. Neras Gulio. Es ist mir eine Ehre. Unsere Zukunft... Seid ihr endlich so weit? Oder muss ich noch ein paar mehr Zerg vernichten? Da, das Tor ist geöffnet. Endlich. Dann lasst uns weitergehen. Ich mir vorstelle. Nun gut. Ich stimme mit eurer Wahl überein. Ich gehorche nicht. Ich stimme zu. So soll es sein. So soll es sein. Bums. Also das macht schon ein bisschen Spaß mit den beiden. Oh Gott, lauf. Ich gehorche nicht, ich stimme zu. Ganz nach der Kette des Aufstiegs. So wie ich es will. Ganz wie ich es mir vorstelle. So soll es sein. Ganz nach der Kette des Aufstiegs. Unser Pfad ist versperrt. Es scheint, ich muss die feindlichen Truppen infiltrieren und den Weg freimachen. Ich folge dem Pfad, den die Schatten weisen. Hier wimmelt es von Mutalisken. An eurer Stelle würde ich versuchen, unentdeckt zu bleiben. Ach, das ist aber Quatsch. Und
Unsere Zukunft sind die Dalai Lama. Es ist mir eine Ehre. Nee, das sonst nicht. Es gibt viel zu tun. Wir stehen zu unseren Verbündeten. Neras Gulio. Es ist mir eine Ehre. Es gibt viel zu tun. Unsere Zukunft sind die Dalai Lama. Wie kann ich euch dienstbar machen? Wir haben die Energiestruktur beinahe erreicht. Rückt vor, Hochlord. Ihr gebt mir Befehle? So wie ich es will. Ich stimme mit eurer Wahl überein. Ganz wie ich es mir vorstelle. So wie ich es will. So soll es sein. Ganz wie ich es mir vorstelle. Ganz nach der Kette des Aufstiegs. Stimme mit eurer Wahl überein. Das ist teilweise echt schön. Ist hermetisch verschlossen. Meine Fähigkeit, mich unentdeckt zu bewegen, wird uns hier nicht weiterhelfen. Dann lasst uns einen etwas brachialeren Ansatz versuchen. Haltet mir diese Kreaturen vom Leib, während ich mich bereit mache. Die Zerg werden sicher spüren, wie meine Kräfte anwachsen. Was denn? Eieieiei. So wie ich es will. Jetzt muss hier brachialer Mensch hier noch dran. Ihr braucht meinen Rat? Es gibt viel zu tun. Es ist mir eine Ehre. Wir stehen zu unseren Verbündeten. Es gibt viel zu tun. Das kann noch ein bisschen schwer werden, glaube ich, auf Dauer. Es ist mir eine Ehre. Dann scheint er auch gleich fertig zu sein schon. Und ihre Fähigkeiten auch. Beinahe geschafft. Nur noch ein wenig länger. Unsere Zukunft sind die Dalai Lama. Dalai Lama? Aber was soll denn die Dalai Lama sein? Yo. Das ist jetzt nicht überraschend. Oh. Unglaublich. Ihr habt nicht nur das Tor aufgesprengt. Weder die Zerg noch die Energiestruktur werden uns weiter behelligen. Verständigt die anderen und berichtet ihnen vom Sieg, den ich hier errungen habe. Rohana, Alarak und ich haben die Energiestruktur ausgeschaltet. Informiert die anderen, dass sie nun beginnen können. Ja, Grüße. Oh. Karax, Phoenix, der Verlust der ersten Energiestruktur blieb nicht unbemerkt. Hybriden wurden herbeigerufen, um das Gebiet zu verteidigen. Ausgezeichnet. Sie sollen das volle Ausmaß meiner Wut zu spüren bekommen. Alles zu seiner Zeit, Freund Phoenix. Die Hybriden sind mächtige Gegner und wenn wir gegen sie bestehen wollen, benötigen wir Unterstützung. Ich habe einige Zeit damit verbracht, leeren Energie zu studieren. Ich sollte in der Lage sein, robotische Einheiten und Gebäude von Amons Einfluss zu befreien. Dann lasst uns unsere Armee zusammenstellen und die Hybriden damit vernichten. Was? Eine Armee zusammenstellen? Ein Phasenschmied ist stets vorbereitet. Die Psi-Mat, ein Unsterblicher. Ich kann den Piloten nicht aus Amons Umklammerung befreien, doch ich sollte in der Lage sein, die Einheit selbst zu steuern.
Wir sind alle Templer. Naku Afal Ayur. Ich registriere keine robotischen Einheiten vor uns. Ich denke, dies wäre ein guter Zeitpunkt, um Photonenkanonen heranzuwarpen. Ayur wird wieder auferstehen. Das ist ja mal schick. Eine halbe Basis ist verschwunden. So sei es. Ayur wird wieder auferstehen. Die Energiestruktur befindet sich voraus. Doch die Tempelanlage ist sehr ausgedehnt. Protektoren, Unsterbliche, Kolosse, Räuber. Wir sollten so viele von diesen Einheiten wie nur möglich unter unsere Kontrolle bringen, bevor wir weitergehen. Na stimmt. Wir sollten noch warten, bevor wir weiter vorrücken. Eine größere Streitwacht wird uns den Sieg über die Hybriden sichern. Wenn wir bereit sind, kann ich die Barriere deaktivieren, die die Energiestruktur schützt. Ich kann den Warp-Knoten und die Roboterfabrik in diesem Bereich für uns nutzbar machen. Ah, das würde es uns ermöglichen, unsere Truppen mit ausgewählten Einheiten zu verstärken. Ein kluger Plan. Amon wird nicht obsiegen. Shanala Ari Daelan. Ich frage nur aus Neugier, Phasenschmied, aber könntet ihr auch die Kontrolle über mich übernehmen? Wenn eure Systeme unter dem Einfluss von Amon stünden, dann ja. Ich glaube, ich könnte sie läutern. Nur den Mutigen. Ich stimme zu. Wir stehen vereint. So, und was soll ich jetzt hier machen? Achso. Der Pfad liegt vor uns. Die Psi-Matrix wird fallen. Nicht genügend Mineralien. Erneut diene ich. Ihr benötigt mehr Vespingas. Dann brechen wir weiter mal auf die andere Seite auf. Aber das ist echt witzig. Einheiten zu bauen, um weiter voranzukommen gegen die Hybriden. Das ist echt eine geniale Idee eigentlich. Was? Ayur wird wieder auferstehen. Also, so sei es. Muss doch auch immer noch sowas kommen. Fortschritt winkt nur den Mutigen. Wir stehen vereint. Amon wird nicht obsiegen. Der Pfad liegt vor uns. Ein Phasenschmied ist stets vorbereitet. Ich stimme zu. Oh, hier ist noch was. Ayur wird wieder auferstehen. Habt ihr eine Aufgabe für mich? Shanala Ari Daelan. Amon wird nicht obsiegen. Wir stehen vereint. Ich höre euch. Ich stimme zu. Der Pfad liegt vor uns. So sei es. Fortschritt winkt nur den Mutigen. Amon wird nicht obsiegen. Ayur. Trotzdem würde ich mehr Belagerungsviecher haben wollen. So. Aber ich komme so nicht scheinbar nicht voran. Ach, da oben ist noch vereint. Ich habe es vergessen fast schon. Shanala Ari Daelam. Ayur wird wieder auferstehen. Die Psi-Matrix wird fallen. So sei es. Ich stimme zu. Fortschritt winkt nur den Mut. Ich höre euch. Shanala Ari Daelan. Ich orte ein Roboterversorgungsdock in der Nähe. Wenn es uns gelingt, es unter unsere Kontrolle zu bringen, könnten wir Kolosse bauen. Fortschritt winkt nur den Mutigen. Ja, Hirach? Yay! Ich stimme zu. Ayur wird wieder auferstehen. Aber ich hab noch was anderes hier. Naku Afal Ayur. Müssen noch gucken, dass wir noch mehr Einheiten irgendwie herkriegen. Aber warte mal, da oben geht's auch noch durch. Der Pfad liegt vor uns.
Die Psi-Matrix wird fallen. So sei es. Ich stimme zu. Einheit bereit. Phasen, was? Ich lese mal kurz, die laufen sowieso gerade erst. Karax erzeugt ein Energiefeld ähnlich wie das von Pylonen. Das Energiefeld erhöht die Angriffsgeschwindigkeit von befreundeten Gebäuden um 100 und dann die Produktionsgeschwindigkeit um 900%. Ach du Scheiße. Man könnte fast schon sprechen, wenn der in der Nähe wäre, kannst du bauen, was er zeugelt. Das ist schneller da, als du gucken kannst. Die Psi-Matrix wird fallen. Das ist irre. Ich stimme zu. Wir stehen vereint. Naku-Afal Ayur. Fortschritt. Meine Sensoren zeigen eine große Anzahl Räuber direkt vor uns. Sie unter unsere Kontrolle zu bringen, ist nicht ohne Risiko, aber ihre Feuerkraft wäre ein gewaltiger Vorteil für uns. Wieder auferstehen. Naku-Afal Ayur. Wir stehen vereint. So sei es. Wir sind... Die Hybriden werden es nicht mit unserer Armee aufnehmen können. Ich stimme euch zu, Freund Phoenix. Lasst uns zur Energiestruktur vorrücken. Vorbereitet. Ich will es aber nicht so laut sagen. Ari Da'elam. Wir stehen vereint. Ich bin die Klinge von Atlantis. Dafür, dass Phoenix eigentlich ein Roboter ist, ist aber ziemlich verlotte. Verlotte. Ich will noch ein paar Kolosse bauen, bevor ich dahin renne. Wie so ein Gestötter. Ein Phasenschmied ist stets vorbereitet. Oh, ich habe noch was anderes gesehen gerade. Fortschritt winkt nur den Mutigen. Ayur wird wieder auferstehen. Noch ein Koloss. Wir stehen vereint. Ich werde die Lösung finden. So sei es. Fortschritt winkt. Das kann jetzt echt witzig werden. Der Pfad liegt vor uns. Wir stehen vereint. Ich stimme zu. Ayur wird wieder. Der Weg ist frei. Euer Kreuzzug ist gescheitert. Eure Wunder sind in die Körper des Meisters eingegangen. Ach, Quatsch, wie so viele wild. Der Pfad liegt vor. Ein Phasenschild ist stets vorbereitet. Ayur wird wieder auferstehen. Die Psi-Matrix wird fallen. Ja. Wir haben sie besiegt. Jetzt, da die Hybriden aus dem Weg sind, können wir die Energiestruktur sicher zerstören. Wow. Das sah irre aus. Wir haben es geschafft. Die Matrix war allerdings nie dafür ausgelegt, auf diese Weise deaktiviert zu werden. Es wurde eine riesige Welle psionischer Energie auf der Oberfläche von Ayur freigesetzt. Tja. Irach, ich fürchte, ihr schwebt in höchster Gefahr. Psionische Energie sammelt sich in der Höhle hinter euch, wenn sie euch erreicht. Eure Sorge ist unbegründet, Karax. Meine Krieger und ich werden uns schnell voranbewegen und so dem Energiesturm entkommen. Der Sieg ist weiterhin greifbar. Atanis, ich schicke euch meine dunklen Templer, um den Weg voraus von Feinden zu säubern. Sie werden euch helfen, schnell voranzukommen. Die Richter werden euch ebenfalls unterstützen. Setze Warp-Prismen ein. Die Tadarin werden diese Schlacht für euch gewinnen. Meine Krieger stoßen nun zu euren Streitkräften. Sind die fertig? Gemeinsam sind wir stark. Wir dürfen. Beeilt euch, meine Brüder. Die psionische Energie hat bereits den Höhleneingang erreicht. Kämpft unvermindert weiter, Krieger.
Ich werde astrale Winde bündeln, um eure Wunden zu heilen. Um eure Wunden zu heilen, das ist mal irre. Ich führe mit Ehre. Gemeinsam sind wir stark. Die Zukunft. Lauf schneller! Unser Weg ist vorgezeichnet. Nein, ich soll aktiv. Oh, scheiße. Gemeinsam sind wir stark. Ein kühner Plan. Die Richter kämpfen nahe eurer Stellung, Athanis. Ein größerer Schwarmstock steht kurz vor der Zerstörung. Jo. Ich führe mit Ehre. Ach Gott im Himmel. Ein kühner Plan. Gemeinsam sind wir stark. Ich führe mit Ehre. Wir stehen euch zu Diensten. Wir dürfen nichts verpassen. Beeilt euch! Die Energie kommt immer näher. Ich diene meinem Volk. Das ist geil. Unser Weg ist vorgezeichnet. Wir dürfen nicht zweifeln. Ich führe mit Ehre. Das ist echt geil, gerade. So viele Einheiten, so viel. Unser Weg ist vorgezeichnet. Aber warten wir mal ganz kurz, bis das eh wieder aufgeladen ist. So. Die Zukunft gehört uns. Ein kühner Plan. Ich führe mit Ehre. Kurz mal heilen. Unser Weg ist vorgezeichnet. Ein kühner Plan. Gott, oh Gott, oh Gott. Ich führe mit Ehre. Wir dürfen nicht zweifeln. Ich führe mit Ehre. Wird ja immer schlimmer hier. Meine dunklen Templer befinden sich nur wenige Meter vor eurer Position, Hierarch. Oh. Sie haben den letzten Schwarmstock fast beseitigt. Aber leider nur fast. Wir dürfen nicht zweifeln. Ich führe mit Ehre. Los, helft ihnen, schneller. Zu mir, Nerazim. Mehrere Nydus-Würmer verteidigen die letzte Energiestruktur. Meine dunklen Templer werden euch helfen, sie zu vernichten. Gemeinsam sind wir stark. Wir dürfen nicht zweifeln. Oh Gott in Höhe. Die Zukunft gehört uns. Ich führe mit Ehre. Gott, das wird ja immer schlimmer hier. Geht ja fast schon gar nicht mehr klar. Ups, schön. Die Zukunft gehört uns. Gemeinsam sind wir stark. Los, schneller. Ich führe mit Tötet die Zerg. Wir sind fast da. Aber nur fast. Und ist vorgezeichnet. Aber lass wieder mit dem Felsen. Oh Gott, oh Gott. Ich führe mit Ehre. Mach die Höhlen platt. Gemeinsam
sind wir stark. Wir dürfen Gott sei Dank nicht zweifeln. Das war knapp. Die letzte Energiestruktur. Wenn wir sie zerstören, setzen wir damit der Psi-Matrix ein Ende. Ihr habt es geschafft, Artanis. Es ist uns gelungen, die goldene Armada aufzuhalten. Jedenfalls zeitweilig. Ja, ja. Leite den dimensionalen Rückruf ein. Das war nur zeitweilig. Das ist das Problem. Und zeitweilig ist es nicht immer gut. Jetzt werden wir mal sehen. Naja, wir haben nur die goldene Mana besiegt. Wir haben nicht Amon besiegt. Aber dazu kommen wir wahrscheinlich im nächsten Part. Ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao.